Ja, herzlich willkommen, schönen Abend bei uns hier in unserem Seminarraum bei Train Consulting. Wo Sie sich heute befinden, das ist eine Veranstaltung, die wir nicht regelmäßig, aber doch von Zeit zu Zeit machen. Wir sagen Insights-Abend dazu, weil es Ihnen Gelegenheit gibt, uns ein bisschen reinzuschauen in die Arbeit, uns Gelegenheit gibt zu diskutieren, was wir tun. Wir lernen auch immer viel dabei, wenn wir unsere eigenen Arbeiten vorstellen. Und wir finden es immer spannend, so Projekte, die teilweise zu Ende sind, aber teilweise auch nicht, so wie das eine, das wir heute auch vorstellen, die so im Laufen sind, Ihnen vorzustellen. Sie werden Gelegenheit haben, hineinzuschauen in unser Nähkästchen, uns Fragen zu stellen, und wir werden auch von Ihren Fragen hoffentlich auch wieder auch was lernen. Und so hoffen wir auf einen sehr vergnüglichen und spannenden Abend. Wir haben diesmal im Unterschied zu sonst zwei Organisationen hier, die wir Ihnen vorstellen wollen, zwei Projekte, in denen wir arbeiten, aus dem Gesundheitsbereich. Beides sehr spannende Felder, oder das ist beides ein spannendes Feld für beide Organisationen. Und wir sind in beiden Organisationen, in den Tirol-Kliniken und im Klinikum Fürth, sehr lang schon auch zugange und beschäftigen uns dort auch mit der Frage, wie kann in so einer Hochsicherheitsorganisation, in der es Tag für Tag um Leben oder Tod geht, wo alles sehr präzise nach Plan ablaufen muss, wie kann man dort Veränderungen vornehmen. Wir werden Ihnen heute diese beiden Projekte vorstellen. Martina Augel, wenn ich dich vorstellen darf, ist Leiterin der Organisationsentwicklung in den Kliniken Tirol. Und Harald Lederer von unserer Seite hat diesen Prozess hier begleitet. Manfred Wagner, medizinischer Direktor, ich sage immer ärztlicher Direktor, deswegen habe ich jetzt etwas gestockt, medizinischer Direktor des Klinikum Fürth und auch seines Zeichens sozusagen der Leiter dieses gesamten Prozesses, den wir hier miteinander machen, und unser direktes Gegenüber, und Johannes Köppel, mein Kollege und Partner hier in diesem Prozess. Mein Name ist Ruth Seliger und ich bin hier Ihre Gastgeberin und freue mich, dass Sie alle hier sind. Wir werden mit dem Klinikum, mit den Tirol-Kliniken beginnen, das ein bisschen vorzustellen und Ihnen Einsicht zu geben. Und anschließend stellen wir das Klinikum Fürth vor. Wir werden anschließend Zeit und Gelegenheit haben und geben, zu diskutieren, Fragen zu stellen, zu schauen, ja, was ist spannend für Sie, was ist interessant, was kann man irgendwie gleich irgendwie verwerten. Ja, jetzt darf ich mal an euch beide übergeben, Martina und Harald, und stellt uns das Projekt vor. Kann ich versuchen, vor der Präsentation zu stellen. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Martina, herzlich willkommen bei uns. Freue mich sehr, dass du aus Innsbruck anreist bist, trotz Sturm. Genau, der Flieger hat, also der Pilot ist gut geflogen, und ich bin froh, dass die eine Sonderausbildung brauchen. Das hat sich heute bewährt. Wow. War auch ein Hochrisiko. Es war ein Hochrisikothema, genau. Martina, du leitest seit circa 8 Jahren die Organisationsentwicklung bei den Tirol-Kliniken. In 8 Jahren verändert sich viel bei Krankenhausträgern und in Krankenhäusern. Kannst du uns einmal so beschreiben, wo steht ihr denn heute und was sind so die Aufgabenfelder, mit denen wir zu tun haben? Ja. Also es ist wirklich knapp 8 Jahre her, dass ich nach Tirol gegangen bin, und vielleicht erzähle ich kurz von meinem ersten Eindruck, wie ich dort angekommen bin. Ich habe ja davor in einem Beratungsunternehmen gearbeitet und auch viel mit den oberösterreichischen Krankenhäusern damals gearbeitet und habe mir gedacht, super, da kenne ich mich eh aus. Und bin halt dann so die ersten Tage und Wochen im Büro gesessen und habe ein Aufgabenfeld, über das wir halt auch sprechen werden, nämlich die Neubesetzungsprojekte mal vorbereitet, also mal ein Design entwickelt, wie sowas laufen kann. Und dann habe ich ein anderes Projekt gestartet, weil das ist auch so ein Kriterium, es dauert manchmal ein bisschen, bis was losgeht. Und irgendwann habe ich dann die Frage gestellt, wo bin ich denn da eigentlich gelandet? Weil die Kultur doch sehr anders war, als ich es angenommen hätte, wie ich gestartet habe. Und bin ich dann irgendwann mal drauf gekommen, naja, wir haben auch eine Uniklinik. Das macht sich dann durchaus bemerkbar. Also ich habe mein Büro direkt am Areal auf der Universitätsklinik Innsbruck. Und wir haben in Summe, eigentlich sind es 5 Standorte, würde ich sagen. Sie sind ein bisschen anders betitelt.
Und eines davon ist eben die Universitätsklinik und die macht auch den größten Anteil aus. Aber wir sind, also die Organisationsentwicklung gehört direkt zur Holding und von daher beraten wir oder begleiten wir alle klinischen Abteilungen. Okay. Ja. Und was sind so die Aufgabengebiete oder die Themen, mit denen ihr beschäftigt seid? So, jetzt passiert genau das, was ich befürchtet habe. Wir zerhauen jetzt die Reihenfolge, da ist es. Genau. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Organisationsdesign im Groben. Das ist einmal sehr plakativ für alles, was angefragt wird. Also wir haben vielleicht da von dem Verständnis her immer so einen Mix aus strategischen Projekten. Ganz strategisch wäre ein Feld, das ganz rechts steht, nämlich Zusammenführung von Organisationen und Organisationseinheiten. Da führen wir gerade, die aus dem Krankenhausbereich kommen, wissen das. Wir führen die Unfallchirurgie mit der Orthopädie zusammen in ja, ein Unternehmen, würde ich fast sagen, gemeinsam. Und das sind natürlich strategische Projekte, die von unserem Träger geplant werden. Aber es gibt eben auch dann Anfragen, die direkt von Abteilungen und Kliniken kommen. Und das geht dann sehr oft eben in die Frage, wie können wir besser arbeiten, oft einmal Kommunikationsthemen, die an uns herangetragen werden, oder auch die Frage, ja, wie können wir unseren Aufgaben entsprechend strukturieren und worauf wir eigentlich immer dann kommen und uns da eigentlich eine sehr enge Partnerschaft damit Trend Consulting verbindet, ist so dieses Profil entwickeln, überhaupt einmal ein Zielbild für die Organisation zu beginnen und natürlich auch die Themen Organisation und Führung. Also das sind so unsere Kernthemen, wo wir dann sehr gerne mit euch kooperieren und da sehr froh drum sind. Du kennst ja verschiedene Organisationsentwicklungsstrukturen in Krankenhäusern. Was ist das Besondere bei euch, aus deiner Sicht? Also was uns sicherlich auszeichnet, ist, dass wir nahe der Geschäftsleitung angesiedelt sind, dass wir auch stark gewachsen sind. Ich habe von meinem ersten Tag erzählt, da war ich alleine. Mittlerweile habe ich 3 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Eine frühere Mitarbeiterin, die Nicole Dornhofer, sitzt da. Da war ich meine erste Mitarbeiterin. Genau. Und das heißt einfach, dass das Thema wichtig ist. Und wir sind eingebettet in die Abteilung Medizin. Das heißt, wir sind gut vernetzt mit dem Qualitätsmanagement, mit Personalentwicklung und anderen Abteilungen, die ja letztlich, wenn man Organisationen betrachtet, immer wieder auf Veränderungsthemen stoßen. Und darum kann man es ja gar nicht nur auf die Organisationsentwicklung bringen. Okay. Aber ich glaube, was uns besonders auszeichnet, nämlich vielleicht diese Folie, ist unser systemischer Ansatz, den wir verfolgen. Ist jetzt für Kunden und Kundinnen der Train Consulting nichts Neues. Wir haben uns intensiv einmal mit uns selbst beschäftigt und das auch in Folder verpackt, wie wir arbeiten und wie wir unsere Arbeit auch sehen. Und da ist uns halt ganz wichtig, dass wir im Team auch schon die Prinzipien leben, die wir dann bei unseren Kunden erreichen wollen. Das wäre eben das authentisch sein, wirklich auch im Team diese Offenheit und Ehrlichkeit herbeizuführen. Aber eben auch ein Stichwort wäre professionelle Entwicklung, dass wir am Puls der Zeit da sind, was wir methodisch hereinbringen können. Und da war es mir ein großes Anliegen, auch das haben wir gemeinsam gemacht, nämlich vor 3 Jahren das Clinic Network ins Leben zu rufen. Das ist praktisch ein Netzwerk aus allen oder fast allen Organisationsentwicklungen der österreichischen Landeskrankenanstalten. Und ja, und es ist auch sehr spannend, eben da zu vergleichen, wie machen andere eigentlich ähnliche Fragestellungen und wie sind die dann wiederum strukturiert. Das ist doch sehr, sehr unterschiedlich, wie die Ausgangssituation ist, aber doch sehr ähnlich, was wir dann bearbeiten müssen. Wie oft trefft ihr euch in diesem Netzwerk? Das hat sich am Anfang intensiver gestaltet, da haben wir uns einmal im Quartal getroffen. Jetzt sind wir so bei einmal im halben Jahr. Ja. Okay. Mhm. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, in einen bestimmten Prozess näher reinzuschauen, wenn es dir recht ist. Wir haben öfter zusammengearbeitet in diesen Neubesetzungsprojekten, war vorhin das Stichwort. Wie kannst du kurz vorstellen, wie das konkret ausschauen könnte, so ein Prozess? Ja. Das ist ein sehr, sage ich mal, idealtypischer und aber auch grober Ablauf von einem Prozess. Natürlich, wenn wir von Veränderungsprojekten reden, gibt es immer sowas wie eine Analysephase, dann ein Konzept, eine Umsetzung. Das ist jetzt auch überhaupt nichts Neues. Was bei den Neubesetzungen schon besonders ist, meistens
wissen wir im Beginn nicht genau, was der Inhalt des Projektes ist. Darum starten wir eigentlich mit einer tiefen Analyse. Wir verwenden da die Methode der Organisationsanalyse, um ein Muster und Verhaltenstrends in der Klinik zu sehen. Das ich möchte kurz den Oliver vorstellen. Ja. ist bei uns verantwortlich für das Thema Organisationsanalyse und hat da stark mitgearbeitet genau. bei diesem Modell. Ja. Oliver Stader. Und auch schon mit uns gearbeitet. genau. Und wir sehen es eigentlich als sehr bewährtes Modell oder eine Methode, um mal auf andere Dinge zu kommen, als wie die plakativen Themen, die jeder dann sagt, wenn ich frage, naja, und was sollte sich verändern, was sollte anders werden, weil da sehr viel Systemdynamik schon sichtbar wird. Und das ist ja das, was uns interessiert, nicht so sehr. Natürlich gibt es immer Ziele, auch da gibt es Vorstellungen unserer Führung, unseres Vorstands, was sie dann am Ende anders haben möchten, aber da kommt immer sehr viel dann aus der Organisation selbst an Themen. Und das ist für die Kliniken oft sehr schwierig auszuhalten, wenn sie am Beginn nicht wissen, was wir tun. Und es ist auch dann sehr oft die Vermutung einmal da, wir werden geschickt, weil irgendwas reduziert werden soll oder weil sie schlecht arbeiten oder weil außen die Wirkung herrscht, sie würden schlecht arbeiten und das sorgt dann gleich einmal für Aufregung am Beginn. Und wie geht es dann nach dieser Analyse weiter? Wir machen eine Auswertung. Ich habe dann nachher was mit zum Herzeigen. Wir stellen das dann den Klinikmitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Wobei da wichtig ist, wir arbeiten immer mit Querschnittsgruppen, mit sogenannten Mikrokosmen aller Berufsgruppen. Und auch das zeichnet uns aus, weil wir auch andere Konzepte im Unternehmen haben, wo immer nur eine Berufsgruppe adressiert ist. Und wir sagen, wir wollen das aber durchbrechen. Und auch, wo ich vorher von der Uniklinik geredet habe, wir machen auch keinen Unterschied, ob jemand im Land angestellt ist oder beim Bund, sondern wir nehmen die Organisation als Ganzes in einem Querschnitt. Ja, und die treffen sich halt dann zu einem Tagesworkshop. Früher war es mehr, also man merkt, die Zeit wird immer weniger. Selbst der Tag ist schon schwierig. Ja, also gerade jetzt beim aktuellen Neubesetzungsprojekt im Landeskrankenhaus Hall haben wir 2 Halbtage erst ausverhandelt, weil ein ganzer Tag einfach nicht möglich war, dann auch den OP-Betrieb aufrechtzuerhalten. Genau, und da wird halt dann wirklich einmal sondiert. Wir haben zu Beginn immer eine Beobachtungsaufgabe für die Klinikmitarbeiter und dann praktisch tragen wir die Sichtweisen einmal zusammen und schauen, wo gibt es ähnliche Bilder, was ist anschlussfähig und woraus ergeben sich dann wirklich bearbeitbare Projektthemen. Wobei wir da auch sehr darauf achten, dass nicht so unrealistische Erwartungshaltungen dann kommen. Also weil gerade so Thema im Krankenhaus ist immer gleich mal der Ruf nach neuen Ressourcen da. Und da werben wir schon sehr dafür, dass wir Themen auswählen, wo die Klinik und da die Mitarbeiter selber was bewegen können. Fokus auf das, was man selber beeinflusst. Genau. Ja. Ja, und dann danach, wo der Umsetzung steht, das ist halt sehr abhängig dann davon, wie der Workshop ist. Wir haben da mal einen Verlauf dargestellt, wo man dann in Arbeitsgruppen gehen, die eben auch wieder so gemischt besetzt sind und Themen vorbereiten, dann zu ihrer Klinikführung bringen, da wieder mal die Themen nochmal abstimmen und schauen, was ist dann schon umsetzungsfähig und einmal zum Ausprobieren. Also das ist uns auch sehr wichtig, dass die Dinge nicht bis zum Ende aufgehalten werden, sondern dass wir gleich im Gehen schon mal Dinge ausprobieren. Aber es kann auch sein, gerade wir beide haben jetzt ein Projekt noch am Laufen, wo wir ganz anders arbeiten und zum Beispiel da war es die Aufgabe, ein interprofessionelles Führungsteam aufzubauen, weil das einfach nicht da war noch. Also es kommt immer sehr darauf an, wie ist die Gegebenheit dann vor Ort oder zum Beispiel gehen wir in Workshop rein, auch das ist möglich. Und da sind wir eben wieder bei dem Thema, was die Mitarbeiter unsicher macht dann oft einmal, wenn wir nicht sagen, am Anfang, wie dann das Ende ausschauen wird. Also mein Eindruck ist, dass ihr mit einem ganz starken Kundenfokus arbeitet und du hast vorhin sozusagen die Abteilungen oder die Bereiche, mit denen du arbeitest, als Kunden bezeichnet. Und ja. Das, was die brauchen, das, was die wollen, ist eigentlich ja. Schön. Und da möchte ich noch ergänzen, ist halt für uns die Schwierigkeit, weil wir sind wirklich so im Sandwich drinnen. Ich habe vorher von Top-Down- und Bottom-Up-Projekten gesprochen und genau so ist auch oft die Erwartungshaltung in den Projekten,
dass ich weiß, wir wären Sprachrohr dann eben nach oben und natürlich auch die Führung oben wünscht sich oft, dass wir ihre Führungsagenten kommunizieren. Und das ist halt wirklich ein Spannungsfeld, in das wir da immer wieder geraten und das wir aber immer wieder dann thematisieren und uns abgrenzen müssen auch von dem. Okay. Ja. Jetzt möchte ich so, wenn es für die passt, weitergehen anscheinend. Ja. Du bist ja in der besonderen Situation, dass du in den 8 Jahren schon verschiedene Projekte dir angeschaut hast. Ich weiß auch, dass ihr so aus diesen Analysen, die ihr gemacht habt, die wir mit euch gemacht haben, so einen Querschnitt euch einmal angeschaut habt. Kannst du kurz beschreiben, was ihr da gemacht habt und was für die da die wesentlichsten Outcomes sind? Ja, also ich habe vorher über die Methode der Organisationsanalyse gesprochen und das haben wir, das machen wir nicht bei jeder Klinik, weil manchmal passt es nicht ganz aus unterschiedlichen Gründen. Und bei 9 haben wir es damals gemacht gehabt und diese 9 haben wir einfach übereinander gelegt und einmal geschaut, was ist denn, also Big Picture, Helikopterperspektive, was ist denn ähnlich, was wiederholt sich? Einfach auch vor dem Hintergrund, wir möchten unserem Vorstand sagen, wo haben wir global Themen, die wir jetzt nicht jedes Mal wieder bearbeiten sollten, sondern vielleicht einmal generell bearbeiten sollten. Und letztlich haben wir da 5 Hauptthesen abgeleitet, also so präsentieren wir das dann auch immer, dass wir Thesen bilden, wie könnte es denn in so einer Organisation ausschauen, was könnte da der Hintergrund sein? Und ich sage jetzt so, das Wichtigste, was uns immer entgegenkommt in diesen Projekten, ist das Thema der Kommunikation. Und da war so ein Finding im Krankenhaus, ist auch in großen, also das Klinikum Innsbruck hat über 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch da findet Kommunikation sehr informell statt. Und das ist deshalb ein bisschen schwierig, weil dann weniger Fokus auf professionelle Kommunikationsstrukturen gelegt wird, aber auch verständlich. Und auf das schauen wir eben auch, warum, also was gibt es da für Erklärungsgründe, warum das passiert, weil sie flexibler bleiben dadurch. Also sie sind es auch gewohnt, auch gerade in kleineren Strukturen wie Hall ist man halt schneller, wenn man auf kurzem Wege miteinander spricht und dann wird die Notwendigkeit von wirklich strukturierter Kommunikation oft nicht gesehen. Und das Zweite ist auch, dadurch, dass wir als Kunden den Patientin haben, glauben Sie, mit Kommunikation ist schon alles abgedeckt, wenn Sie in der Visite was reden, wenn der Therapieplan klar ist oder die Entlassung. Und Sie wissen aber nicht, dass eigentlich über Ihre Organisationsarbeit oder Führungsarbeit auch gesprochen werden sollte. Also Führung als Thema ist nicht so am Radar. Genau. Und das war die zweite starke Hypothese auch, dass das Verständnis, aber auch das Selbstverständnis für Führung wenig ausgeprägt ist, überrascht uns auch nicht. Das ist ein typisches Kennzeichen einer Expertenorganisation, aber es ist halt Fakt. Und von daher ist unsere Aufgabe oft wirklich, die Rolle von Führung einmal in den Fokus zu bringen. Und was ich ganz toll finde, ist, dass wir unseren Auftrag auch sehen, die Menschen im Krankenhaus zu einer Selbststeuerung auch zu bringen. Das heißt, auch Wissen vermitteln und das finde ich auch ganz super in der Zusammenarbeit, dass wir halt immer wieder einen Input haben, auf den, das ist ganz spannend, dann die Mitarbeiter total schnell reflektieren und das dann auch die Wörter verwenden. Also das ist sehr spannend, wie schnell das dann funktioniert. Das ist fast so was wie ein totale Gier nach seiner theoretischen Fundament dafür führen. Ja. Vielleicht der Vorteil auch, wenn man viel mit Ärzten und Ärztinnen arbeitet, ist, dass man auch, also die lieben wissenschaftlich unterstützte Methoden. Ja. Mhm. Vielleicht, was noch wichtig ist, die Komplexität ist oft ein Thema, die bei uns ja fast erschlagend wirkt. Sehr spannend ist ja, dass wir ja einerseits hochhierarchisch sind, was den Gesundheitsberuf angeht, auf der anderen Seite sehr viele Parallelsysteme am Werken sind und irgendwie kaum jemand den Überblick über das Unternehmen hat. Also das haben wir oft sehr stark Wissensvermittler, wo ist denn die Bauabteilung überhaupt, so quasi, oder? Es wird was gebaut, aber keiner sagt uns etwas. Und dann frage ich, na, habt ihr schon mal angerufen? Ja, wo denn? Also ja, in der Bauabteilung, oder? Also ja, wen könnt ihr denn da anrufen, genau. Und das ist eine große Herausforderung, diese Transparenz herzustellen und gleichzeitig dann auch zu sagen, es gibt Themen, die könnt ihr selber gestalten. Und da ist auch oft so eine komische Ambivalenz zwischen, ich möchte mitgestalten, aber also die Frage, okay, wer muss mir denn da Erlaubnis geben? Und wir haben ganz lustige Organisationsanalysen schon gehabt, da haben wir dann immer nachgefragt, naja, wer entscheidet denn, oder?
Und wir sind dann praktisch bis ins Land Tirol hinaufgekommen und dann vielleicht noch weiter. Also wir waren am Schluss beim lieben Gott, oder? Und keiner wusste, wer die Entscheidung jetzt wirklich trifft. Oder dann jetzt bei Tirol nicht wirklich, oder? Dass man davon ich sag's jetzt nicht weiter, gell? Gut. Ja. Okay, danke. Bitte. Was so abschließende Frage, ja, das Krankenhaus, ich meine, Change ist ja nie leicht, ja? Oder sagen wir so, Change passiert immer, aber wenn man Change erreichen will, ist es nie leicht oder selten leicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen leicht. Und das Krankenhaus ist jetzt nicht eine Organisation, wo man sagt, oder wo man sich vorstellen würde, da ist es besonders leicht, jetzt Veränderungen zu bewirken. Wie erlebst du das? Wie gelingt Change in einer Expertenorganisation? Jetzt sagt er vielleicht mein letztes Bild her, nochmal, ohne da alles vorzustellen. Was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, dass wir immer wieder, weil das, also dieses Bild hier soll zeigen, dass gerade Ärzte, aber es trifft sicher die anderen Gesundheitsberufe auch, sich sehr stark mit ihrer Profession, mit ihrem Berufsbild identifizieren. Das da, genau, wo das Herz ist. Und wenig mit der Organisation. Und das erleben wir halt auch, dass, also wir haben uns ja umbenannt vor ein paar Jahren von TILAG nach Tirol Kliniken, mit der Hoffnung, dass dann sich die Mitarbeiter mehr identifizieren und auch weniger geschumpfen wird über die Verwaltung, oder? Ist, ja, wir sind irgendwo am Weg, aber Fakt ist halt einfach, dass die Profession wichtiger ist, oder? Der Inhalt der Arbeit. Und wo wir jetzt drüber sprechen, ist, dass wir stärker am Thema Marke arbeiten, nämlich ganz absolute Patientenorientierung. Weil das, was ist, und das hat man vorher auf der Folie auch gesehen, die Arbeit am Patienten ist nach wie vor das Sinnstiftende. Und ich glaube, also wenn man so gemeinsames Interesse auch findet, kann man im selben Boot sitzen. Das ist ein gemeinsamer Nenner, den du benötigt hast. Ja. Wenn man das schafft, wenn man sozusagen den Blick auf den Patienten ausrichtet, dann geht auf einen. Ja, und das zweite Bild, wo man da sieht, die Manager mit dem Fragezeichen, das war vorher das, wo ich gesagt habe, Führung ist wenig im Blick oder wenig Verständnis da. Was wir schon auch brauchen, ist, klingt jetzt ein bisschen drastisch, Geschlossenheit in der Führung. Das merken wir oft, dass es sehr viele verschiedene Interessen gibt. Und da kann halt dann sehr viel verwässert werden. Und da sind wir auch dabei, also, aber es ist auch ein sehr langer Prozess, jetzt da gleiche Interessen herzustellen. Okay, danke dir. Bitte. Danke nochmal. Ich würde es gerne dabei einmal fürs Erste belassen. Wir treten ja nachher noch in den Austausch. Einstweilen nochmal danke, Martina. Gerne, danke. Ja, danke euch beiden. Danke, Martina, danke, Harald. Wir haben uns gedacht, vielleicht ist es gut, so um das Hirn zu entlasten, wenn es so Verständnisfragen gibt, also so im Sinn von, was genau habt ihr da gemeint oder was genau bedeutet das, dann können wir da jetzt kurz so eine Fragerunde einschieben und nachher, nach unserem zweiten Projekt, haben wir dann ein bisschen mehr Zeit, so ein bisschen in den berühmten Murmelgruppen, die Sie sicher schon alle mal gehört, gesehen haben, so darüber nachzudenken, was denn jetzt so für Sie an Fragen sind. Aber wenn es so jetzt spontan Fragen gibt, wo Sie sagen, ich kann keinesfalls länger zuhören, wenn diese Frage nicht beantwortet wird, dann jetzt raus damit. Gern. Also, da habe ich vielleicht wenig dazu gesagt. Also wir begleiten Primarii und Primariae, die neu kommen, also Klinikchefs, mit einem total offenen Change-Projekt, wo wir praktisch, das war das, was ich vorher gemeint habe, erst dann definieren im Gehen, was passiert. Aber mit der Idee, dass es ein Window of Opportunity ist für Veränderung, oder? Dass da mal wer kommt und sich verkrustete Strukturen auch dann sowieso aufbrechen, weil der neue Ideen hat. Aber wir halt dann auch mitziehen da. Danke. Ist das mal das Standard, dass man da einen neuen Primar oder eine neue Primaria begleitet? Ja, genau. Ja, genau. Also da gibt es das offizielle Commitment und eben auch, es ist bei uns automatisch, wenn neue kommen, bekommen sie einerseits Führungskräfte-Coaching und dann nach einer gewissen Zeit starten wir mit dem Projekt, außer es gibt ja triftige Gründe, es nicht zu machen. Aber
Darf ich kurz ergänzen, weil für mich ist sozusagen an diesem Zugang was besonders, weil nicht nur der Primar oder die Primaria begleitet wird, sondern die Station oder die Klinik selbst oder der Bereich selbst. Also die Organisation ist im Fokus und wir arbeiten, wenn wir da zusammenarbeiten, sozusagen gleichermaßen mit den Leuten, die schon da sind, auch mit der Führung, versuchen der Führung auch zu stärken und wollen den Boden mit aufbereiten, dass der Neue oder die Neue auch Ideen reinbringt und gestalten den Kommunikationsraum darüber. Chefarzt. Chefarzt. Ja. Also der leitet halt eine, was ich weiß, Abteilung für oder Klinik für Unfallchirurgie oder Neurochirurgie oder was immer halt. Also das heißt, man kann zumindest mal diese kleinen Bereiche verändern und vielleicht darüber hinaus noch. Ja, klein ist jetzt. Klein sind sie nicht. Ja. Also jetzt sie haben oft 350 Mitarbeiter, auch wenn sie es können, natürlich aber auch nur 100 haben. Also ja. Was ich das vorstellen kann, was haben die für Führungsspannen in der Pyramide dann so ungefähr? Also wie geht das so runter? Ein Primar, dann haben wir wie viele Oberärzte? Und dann gibt es den geschäftsführenden Oberarzt und seinen Stellvertreter. Die sind praktisch ein Manager. Und dann gibt es Oberärzte und die sind dann meistens auch Schwerpunkte aufgeteilt, die wiederum führen Assistenzärzte und Turnusärzte. Ja. So eine Frage von mir, gibt es ein analoges Programm auch für bestehende Primar? Auf Anfrage. Auf Anfrage, das hat sich ergeben. Also das spricht sich herum, oder? Und das sind oft dann Dinge, also jetzt grad, wo wir jetzt gerade arbeiten, das ist ein Primar, der ausscheidet, der geht in 2 Jahren und hat gesagt, ich hätte gerne jetzt mein Profil noch geschärft, bevor ich gehe. Ja. Also das ist der Klinik. Ja. Danke. Da hinten war noch eine Frage. Ja, und zwar, Sie haben jetzt am Schluss erwähnt, dass wie ein Change gelingt, war unter anderem Geschlossenheit in der Führung. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, wir haben ja auch da paar Hierarchiestufen, oder? Wir haben den Vorstand, dann haben wir auch so noch medizinischen Direktor, Pflegedirektor, dann haben wir kollegiale Führungen in jedem Haus und dann haben wir ja die Klinikleitungen, also diese Chefchirurgen und Ärzte und auch in der Pflege und so weiter. Und das sind dann schon mal ein Haufen Personen, oder? Oft 5, 6. Und dass die praktisch dasselbe wollen und auch dasselbe Ziel verfolgen und das dann auch noch den Mitarbeitern kommunizieren. Beziehungsweise. Nochmal? Gelingt das über Führungsleitsätze zum Beispiel? Oder? Wenig, hätte ich gesagt. Ja. Also dann machen wir dann in unserem Projekt, wenn wir das vorstellen, ja, kommen wir, glaube ich, auf das ganz gut zu sprechen. Da war noch eine Frage. Schlag vor, dass wir dann schließen und das nächste Projekt anschauen. Genau. Das war das, was ich vorher gesagt habe, dass man nämlich immer mit. Also es ist der Auslöser in dem Neubesetzungsprojekt zwar der wechselnde Primar oder die Primaria, aber wir arbeiten dann mit der ganzen Klinik, mit allen Berufsgruppen, oder? Ja. Bitte? Die werden dann ebenfalls so in diesen Prozess mitgenommen, als Entscheidungsträger, oder ist das dann auch top-down? Ich meine, gut, die letzte Verantwortung, gerade medizinisch, hat halt der Chefarzt, gell? Aber was wir dann bauen oder wenn es noch nicht da ist, machen wir eben so ein interprofessionelles Führungsteam. Oder eben auch, wie wir vorher gesehen haben, wenn diese Arbeitsergebnisse zwischenberichtet werden, ist es immer interprofessionell. Also gibt's, natürlich gibt es eine Leitung in der Pflege und eine Leitung in der Physiotherapie. Oder ja. Bitte. Ja, danke euch beiden. Wir haben nachher noch einmal Gelegenheit. So, jetzt Klinikum führt. Ich bin die Kleinste hier, stimme ich da her. Und dann können alle anderen da gut an mir vorbei auf die Screen schauen. Manfred Wagner, medizinischer Direktor des Klinikum führt. Darf ich dich vielleicht auch, so wie die Martina Augel das gemacht hat, bitten, ganz kurz was zu erzählen, was ist das Klinikum führt, wie groß, was Facts and Figures, die, glaube ich, wichtig und interessant sind und was auch zu deiner Rolle dort, die ist ja anders als ihre. Ja. Ich denke, du hast lange Zähne bekommen gerade. Jetzt kommt erst mal der Kulturschock. Sie müssen sich jetzt vom Österreichischen auf das Fränkische umstellen. Ich hoffe, es gelingt, dass Sie mich verstehen. Ja, das Klinikum Fürth kennen vielleicht nicht so viele, liegt direkt neben Nürnberg,
ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, inzwischen 125.000 Einwohnern, eine stark wachsende Stadt. Und wir haben die Besonderheit, dass wir einen Landkreis hinten dran haben, nochmal mit 150.000 Einwohnern. Also wir versorgen ungefähr 250.000 Bewohner, haben 800 Betten im sogenannten Krankenhausplan, so ist das in Deutschland organisiert. Also sind eines der großen Krankenhäuser bei uns, haben 2.500 Mitarbeiter, haben aber auch die Situation, dass wir direkt nebendran mit der Uniklinik Erlangen und dem Klinikum Nürnberg, das größte kommunale Krankenhaus Europas ist, schon auch große Konkurrenz haben. Wir sind aber in Bayern in den letzten 10 Jahren das am stärkst wachsendste Großkrankenhaus gewesen. Also wir haben einen starken Wachstumsschub im Moment, weil sich die Stadt, die Metropolregion so entwickelt und auch wir unser Spektrum weiterentwickelt haben. Und ihr wächst weiter? Wir wachsen weiter. Wir haben ein großes Neubauprojekt. Wir haben jetzt im Rahmen der Krankenhausplanung eigentlich die Bewilligung bekommen, unser gesamtes Krankenhaus. Also wir sind gerade mit der Komplettsanierung durch und wie so im Krankenhaus ist, wenn man hinten aufhört, fängt man vorne wieder an. Und wir haben jetzt ein großes Projekt über 100 Millionen Euro bekommen, wo wir große Teile unseres operativen Bereichs neu bauen und dann wird es so über die nächsten Jahre so weitergehen. Das war das Erste, was ich gelernt habe, dass operativ im Krankenhaus was anderes ist als in einer Managerwelt. Dort geht es wirklich so um Operieren. Genau. Ja. Zu mir selbst, ich bin medizinischer Direktor. Wir haben 2 medizinische Direktoren bei uns in der Klinik. Einen für den operativen Bereich, also für alle Fächer, die, kann man sich vorstellen, Skalpell in der Hand haben. Und ich bin der medizinische Direktor für die nicht operativen Bereiche. Das ist bei uns der größere Bereich, also alle Fächer Kardiologie, Pneumologie, Neurologie, also die primär nicht in den Menschen reinschneiden, aber trotzdem heutzutage in irgendeiner Form über irgendwelche Löcher sich dann oft in Menschen bewegen, sagen wir mal so. Ich selber bin von meiner Ausbildung her Internist, habe auch 16 Jahre als Internist gearbeitet, zuletzt dort die Intensivstation geleitet und bin jetzt seit 10 Jahren inzwischen medizinischer Direktor. Und als ich das begonnen habe, das ist vielleicht noch wichtig in meinem Fall, habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Also ich habe keine betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung gemacht, weil ich der festen Überzeugung bin, man sollte nicht aus Ärzten bessere Betriebswirtschaftler machen, weil dafür gibt es ja schon Betriebswirtschaftler. Aber ich denke, dass das Thema Führung im medizinischen Bereich ein wichtiges ist. Überhaupt, wie gehe ich mit Menschen, wie gehe ich in der Organisation um? Deswegen habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und das ist ein bisschen so zu meinem Hobby geworden. Also da habe ich Blut geleckt, mache zum Teil auch selbst Führungskräftetrainings vorwiegend im Gesundheitsbereich. Und da gelingt mir natürlich leichter der Brückenschlag, da ich als jemand, der aus dem Bereich kommt, auch eine höhere Akzeptanz oft finde, als wenn jemand kommt, der selbst nicht in dem Bereich gearbeitet hat. Also insofern bin ich ein überzeugter Systemiker und Konstruktivist von meiner Grundeinstellung her und betreibe dieses Thema Führungskräfte und Organisation oder Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung bei uns schon länger. Ich habe mit den Chefärzten, für die ich zuständig bin, das sind 8, jetzt über Jahre so, denke ich, ein Team gebildet, was auch ein Erfolgsfaktor ist in vielen Bereichen. Meine Bereiche sind in den letzten Jahren um 40% gewachsen. Also man merkt schon, da ist eine Dynamik drin. Und so eine Dynamik, die bedarf halt auch immer der Organisation, die hinterherkommen muss, diesem Wachstum. Das ist wahr. Wenn wir da zurückschauen, wie unsere Zusammenarbeit begonnen hat, das Projekt, das wir machen, dreht sich um Positive Leadership. Mhm. Also ich mag das jetzt nicht ganz groß erklären, ich empfehle mein Buch zu lesen, aber, aber es ist jedenfalls ein... Soll ich jetzt sagen, ich auch? Natürlich. Also die Idee war sozusagen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und die einfachste Erklärung ist, es ist radikal ressourcenorientierte Führung, also sehr radikal, 100%ig auf Stärken basierend. Was war aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht damals der Anlass, zu sagen, also jetzt holen wir uns da jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt, welche Not hätte gewendet werden sollen oder war zu wenden?
vorher kam das Thema Führungsgrundsätze irgendwo schon mal in den Raum und dann habe ich so ein Schmunzeln und Lächeln gehört und ich will ganz bewusst in diese konfrontative Kerbe nochmal reingehen, weil ich schon davon überzeugt bin, dass so Dinge wie Grundsätze eine gewisse Wirkung haben. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht und wie man sie implementiert. Wir bei uns im Klinikum Fürth hatten schon vor Jahren ein Leitbild, wie so viele Krankenhäuser Leitbilder entwickelt haben. Das ist ja, wenn man ehrlich ist, losgetriggert worden durch die gesamte Qualitätssicherungswelle. Jeder braucht ein Leitbild, formuliert es, hängt es an die Wand. Aber wir haben inzwischen kein Leitbild mehr, sondern wir haben Leitsätze, die wir in einem großen partizipativen Prozess mit insgesamt 800 Mitarbeitern, die da involviert waren, formuliert haben. Und die Leitsätze sind in unserem Verständnis eigentlich so das Wertesystem unseres Unternehmens. Und da steht drin, die sind bei uns in der Ich-Form formuliert, weil wir haben gesagt, wir wollen nicht Leitbilder oder Leitsätze, die man nutzt, um sie dem anderen um die Ohren zu hauen, sondern wir wollen Leitsätze, die man nimmt und sich abends, wenn man mal selber vorm Spiegel steht, sich überlegt, habe ich mich eigentlich heute so verhalten? Das hat man so auf der einen Seite. Das ist so, ich sage jetzt mal, für die Mitarbeiter gedacht, so wollen wir uns alle verhalten. Und Mitarbeiter ist der Chefarzt genauso wie die Reinigungskraft oder sonst jemand. Und dahinter stand noch eine Vision. Und auf der anderen Seite haben wir fürs Unternehmen eine Vision. Und da muss ich wirklich sagen, also die haben wir vor 8 Jahren entwickelt. Und wenn wir uns anschauen, wie sich unser Unternehmen in der Zeit dann entwickelt hat, dann muss man wirklich sagen, diese Vision hat scheinbar gezogen, weil wir haben uns genau in dem Bereich entwickelt, den wir da formuliert hatten. Ja, jetzt hat man auf der einen Seite die Mitarbeiter, auf der anderen Seite die Organisation. Wer dein Buch gelesen hat, weiß, was dann fehlt. Wer verbindet die Mitarbeiter mit der Organisation? Führung. Und deswegen hat unser Vorstand sich schon, als wir Leitbild und Vision entwickelt haben, festgelegt zu sagen, er möchte auch noch Führungsgrundsätze formuliert haben. Und dann habe ich dein Buch gelesen. Unser Vorstand hat sich die Krampfadern operieren lassen, das darf ich erzählen. Und da haben wir gedacht, die Chance nutze ich, da kann er mal ein Buch lesen. Und habe ihm dieses Buch gegeben und er ist am Samstag bei uns in der Klinik operiert worden. Und am Montag um 10.30 Uhr hat er mich angerufen und hat gesagt, Herr Dr. Wagner, ich habe erst 80 Seiten durch, aber das müssen wir machen. Also passen Sie auf, ob Sie es wirklich lesen wollen. Und so, dass wir gesagt haben, uns hat eben diese Ressourcenorientierung so fasziniert und wir haben gesagt, wir wollen diese Führungsgrundsätze und letztendlich war ja Kern dieser ersten Phase des Projekts die Entwicklung von Führungsgrundsätzen. Und für mich ist immer nicht wichtig, was da am Schluss auf einem Papier steht, sondern für mich ist am Schluss wichtig, was ist in dem Prozess passiert. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen da mit Train Consulting diese Führungsgrundsätze in dieser Ressourcenorientierung von Positive Leadership gestalten. Ich meine, wenn man ganz genau hinschaut, kann man sagen, dass mit diesem quantitativen Wachstum der Organisation jetzt ein qualitatives Wachstum und vor allem ein qualitatives Wachstum auch der Führung entstanden ist. Und eigentlich ist es, wenn man genau hinschaut, ein großer Kulturwandelprozess, in dem dieses Krankenhaus ist. Und jeder, der sich mit diesen Dingen beschäftigt, weiß, Kulturwandel ist gar nicht leicht. Ja, das geht nicht so mit Schalter umlegen. Ja, Johannes. Ja, also die Ausgangslage sozusagen war, diese Führungsgrundsätze gemeinsam noch einmal zu schärfen, weiterzuentwickeln und basierend auf Positive Leadership dann auch in die Kraft zu bringen. Und ich möchte Ihnen ein bisschen ausgewogen ein paar Grundannahmen vorstellen, mit denen wir dieses Thema angegangen sind. Und die erste hat jetzt noch gar nichts mit dem Thema Krankenhaus zu tun, das ist generell, wie wir als Systemiker auf Organisationen schauen, nämlich dass wir Organisationen als lebende Systeme betrachten, die aus Kommunikation bestehen. Die Menschen kommen, die Menschen gehen wieder, aber solange die Kommunikation in einer bestimmten Art und Weise stabil in der Organisation fließt, bleibt ja die Organisation auch als solche stabil. Und das heißt umgekehrt, wenn wir Organisationen verändern wollen, dann müssen wir die Kommunikation verändern. Also je nachdem, was wir erreichen wollen an Veränderung, müssen andere Menschen in anderen Settings, in anderen Frequenzen über andere Dinge kommunizieren. Das ist mal so eine generelle Grundannahme. Das Zweite, Martina hat es auch schon angesprochen,
Expertenorganisationen, und wahrscheinlich haben viele von Ihnen das auch schon erleben, dass in ihrer Arbeit die Tendenz sehr, sehr stark auf das eigentliche Kerngeschäft, auf die Kernkompetenz zu fokussieren und die Beschäftigung mit Führung gelingt, wenn das aus dem Blick kommt. Man kann es auch, also Führung ist im Weg, Führung nervt, Führung hält ab davon, zu arbeiten. Die eigentliche Arbeit wird nicht getan, wenn man dauernd von der Organisation und Führung redet. Das heißt, es war für uns ganz klar eine erste Aufgabe, Führung überhaupt mal wieder in den Blick zu kriegen und besprechbar zu machen. Ja, und das Dritte, das ist auch gerade angesprochen, die Arbeit an Führung ist im Kern auch immer Arbeit an Kultur. Also ich möchte jetzt nicht tief in die Kulturdebatte einsteigen, aber mein großer Guru, der Edgar Schein, der hat mal sehr flapsig gesagt, Kultur ist so die Art und Weise, wie wir hier die Dinge tun. Also es geht immer um Verhalten, und zwar um kollektives, gemeinsames Verhalten. Aber dieses Verhalten ist immer gesteuert von expliziten und impliziten Spielregeln, die eine Organisation oder eine Gruppe hat, von Systemen, von Prozessen, von Strukturen. Und die sind wieder gesteuert und beeinflusst von Werten, von Grundannahmen über die Welt. Und wenn wir jetzt ein bestimmtes Führungsverhalten erzielen und erreichen wollen in einer Organisation, dann müssen wir diese tieferen Schichten hineingehen. Dann müssen wir schauen, was für Spielregeln braucht es daher, was für Prozesse, Systeme, Strukturen braucht es. Aber man muss auch wirklich in die Grundannahmen und Werte hineinwirken. Und die sind ja auch nicht so einfach direkt zu beobachten. Das heißt, man muss einmal ein bisschen beginnen, in die Organisation hineinzuforschen. Das waren so ein paar ausgewählte Grundannahmen, die wir zu Beginn schon einmal ins Zentrum gerückt haben bei der Planung. Wie gehen wir das an? Die Ruzeniger wird dann gleich das große Bild über den Prozess, das ist ein relativ großer, auch noch weiter andauernder Prozess, aber ich möchte Ihnen ein paar zentrale Elemente, die wir für wichtig halten, ein bisschen herauszoomen. Und das eine ist, dass wir gesagt haben, ja, wir brauchen ein bisschen Forschung über die Organisation, wenn wir an der Kultur arbeiten wollen, aber wir wollen das ganz bewusst anders machen, und wir wollen, dass die Organisation sich selbst erforscht. Wir wollen, dass auch Kommunikation mal anders fließt, nicht die Berater kommen und forschen und erzählen dann der Organisation über ihre Muster, sondern wir schaffen auch einen Mikrokosmos, wieder eine ganz interdisziplinär durchgemischte Gruppe. Das sind dann die Onkologen mit der Leiterin der Apotheke und dem Leiter der Küche und Leitung Führungskräften aus der Pflege gemeinsam gesessen, haben einmal von uns eine Methode der wertschätzenden Organisationsforschung gelernt und sind dann herausgestürmt und haben 200 qualitative Interviews, zunächst einmal die Interviews vorbereitet, Leitfäden entwickelt und 200 qualitative Interviews durchgeführt und ausgewertet. Also ganz raus aus der eigentlichen Expertise, die jetzt ein Onkologe zum Beispiel mitbringt. Und das war sehr spannend. Ich erinnere mich so der erste Workshop, wo wir gesessen sind in diesem Kreis, rund 20 Leute, die sich dann den Namen das Kernteam gegeben haben, die völlig weg waren davon. Sie haben noch nie in so einem Setting so bunt gemischt miteinander gearbeitet. Und das war genauso ein Unterschied, den wir gemacht haben. Da ist mal Kommunikation ganz anders geflossen. Ich würde noch gerne noch einen Gedanken da dazu sagen. Wenn wir über Positive Leadership sprechen und sagen, es ist radikal ressourcenorientiert, dann heißt das natürlich in der Konsequenz, dass der Prozess, so wie wir ihn gestalten, sich auch auf die eigenen Ressourcen der Organisation stützt. In einem anderen Prozess hätten wir wahrscheinlich auch mit dir, Oliver, eine schöne Organisationsanalyse gemacht, aber weil das Thema Positive Leadership heißt und weil es heißt, entdeckt eure eigenen Stärken und nützt sie, haben wir auch diese Selbsterforschung von den Leuten selbst gemacht. Machen lassen. Also das muss kongruent sein. Ja. Beim Thema Ressourcenfokus zu bleiben, wir haben gearbeitet mit einer Methode Nicole, also eine eigentlich Change, aber auch Forschungsmethode, die radikal auf das fokussiert, was da ist, was gut ist, was funktioniert, was wirkt. Und das ist in einem Krankenhaus, in einer Organisation, die sich im Kern eigentlich mit Krankheit beschäftigt und wie man Krankheit beheben kann, auch so ein bisschen eine Irritation gewesen, sage ich. Eine gute. Zumindest was Neues.
Ja, zweites zentrales Element, Führung, wie gesagt, in der Expertenorganisation wenig im Fokus. Viele Führungskräfte sehen sich auch selbst gar nicht bei Oberärzten, es ist oft so, dass sie nicht einmal sich als Führungskräfte bezeichnen würden. Und da haben wir einmal ein Setting gewählt, wo alles, was führt, am Klinikum führt, also 160 Personen, glaube ich, waren es in etwa, in einer großen Führungskonferenz zusammenzubringen, über Führung zu reflektieren, aber auch die Führungsgrundsätze noch einmal auf die Mittelstrecke zu stellen, nochmal auf der einen Seite zu schauen, sind das wirklich die Grundsätze, die wir brauchen, um dorthin zu kommen, oder muss man da noch ein bisschen nachfeilen, aber auch eine Bestandsaufnahme zu machen, was davon lebt schon, was davon ist da, was sind nächste Schritte, die wir noch gehen müssen. Und da in eineinhalb Tagen in einem großen Rahmen Führung in den Austausch über Führung zu bringen und damit Führung auch besprechbar zu machen. Also das, was wir hier anstreben, was wir eigentlich immer tun, ist, dass Führung nicht an den Personen hängen bleibt, an den Führungskräften hängen bleibt. Das ist schon wichtig auch, dass die kompetent sind und in ihren Rollen klar, aber dass die Führung als Funktion in der Organisation, als ganzes System sichtbar wird. Also alles, was führt, ist eine eigene Community of Practice sozusagen als andere, die nicht führen oder andere Jobs machen. Und Führung wird da immer ausgeblendet ein Stück, also die kommt gar nicht als System vor in der Organisation. Und das war uns wichtig, dass wir hier zeigen und erlebbar machen, dass Führung ein eigenes System in der Organisation ist, eine eigene Funktion, ganz wichtig ist. Und dass die sich auch als solches fühlen können und sich erleben können. Ich zeige Ihnen dann vielleicht auch gleich einen ganz kurzen Einblick in diese erste große Führungskonferenz, die erste, weil wir die nächste im November auch wieder haben, wo wir wieder eine Bestandsaufnahme machen, ein Jahr später. Was ist jetzt geschafft in der Umsetzung? Ja, und nach diesem Tragen in die Breite, wo wir von einer kleinen Gruppe, die in die Organisation hineinforscht und das ganze System Führung gestiegen sind, ging es dann darum, wie kriegen wir jetzt diese Grundsätze zum Leben. Und da war relativ schnell klar, dass wir auf zwei unterschiedlichen Ebenen ansetzen müssen. Auf der einen Seite bei den Personen in ihren Rollen, das heißt, wir brauchen ein gemeinsames Bild von Führung, ein gemeinsames Verständnis, es braucht ein bisschen auch Qualifizierung von Führungskräften, Schärfen von Rollen klären, aber vor allem einen gemeinsamen Boden, auf dem sich Führung bewegt, auf der Personen- und Rollenebene. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf dieses Kulturthema, es geht nicht nur um Verhalten, sondern es geht eben auch um den Rahmen, in dem Verhalten stattfindet. Und wir können nicht die ganze Verantwortung nur den Menschen umhängen, weil die Menschen gehen ja vielleicht dann auch aus der Organisation raus. Es muss sich auch die Organisation selbst verändern. Das heißt, wir haben auch nachgedacht, wie wir die Führungsstrukturen, die Führungsinstrumente, Führungsprozesse im Lichte der Führungsgrundsätze verändern können. Haben da wieder eine bunt gemischte interdisziplinäre Gruppe gebildet, die sich dann das Mitarbeitergespräch hergenommen hat und gesagt, ja, wie muss eigentlich ein Mitarbeitergespräch aussehen in Form und Inhalt, damit es diese Grundsätze unterstützt und wahrscheinlicher macht. Und ein Teil dieser Gruppe hat sich mit Führungsrollen beschäftigt. Was ist eigentlich das Selbstverständnis, aber auch die Erwartung von anderen Stakeholdern an die Rolle eines Oberarztes? Und ja, das heißt, wir haben parallel auf der Personenebene und auf der Struktur- und Prozessebene gearbeitet. Und das ist einmal auch da, wo wir jetzt stehen, also wir haben, das war jetzt ein bisschen ein Ausschnitt, beispielhaft oder drei Elemente, die wir für sehr, sehr wichtig halten. Der ganze Prozess bis zur Konferenz in der ganzen Komplexität können Sie sich nachher noch anschauen, schaut dann in etwa so aus, aber ein bisschen einfacher, so strukturierter. Der Überblick. Aus dem Luftballon, aus der Ballonperspektive. Ja, Sie sehen schon, also wenn wir den ganzen Prozess, so weit wie ihn bis jetzt haben und schon durchgeführt haben, und ein Stückchen fehlt uns noch im Moment, aber so weit Sie das sehen können, wenn man sagt, wir ändern die Kultur und wir machen was mit Führung und Positive Leadership,
Das klingt irgendwie so harmlos, aber Sie sehen, es ist ein ziemlich langer und komplexer Prozess, der da dahinter steht, mit sehr, sehr vielen Schritten auf sehr, sehr vielen Ebenen. Ich führe Sie da nur relativ schnell jetzt durch. Warte, lass mich kurz da. Dann tue ich mir da. Also, Klinikum, ja, freien Blick aufs Mittelmeer. Genau. Wir haben begonnen mit der Klinikumsleitung, weil wir schon sehr konsequente Top-Down-Arbeiter sind und weil wir der Ansicht sind, dass wenn die Leitung im Boot ist, dann ist das die halbe Miete eines Prozesses. Das ist auch wirklich gut gelungen, glaube ich. Also der erste Workshop, den wir hier hatten mit der Klinikumsleitung, der war, glaube ich, sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Und dort wurden die Elemente, die Tendenzen, die Grundlinien eines neuen Führungsleitbildes oder von Führungsgrundsätzen entwickelt. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass das kein fertiges Führungsleitbild ist, sondern dass das eben Themen sind, um die es gehen kann, die wichtig sind, die aus der Erfahrung her eine Bedeutung haben und haben dann gewusst, dass wir das noch weiter bearbeiten werden. Es gab dann einen Workshop mit den Chefärzten, da wurde das auch vorgestellt, zur Diskussion gestellt. Also wir haben das so ziemlich konsequent top-down gespielt. Und hier dieses Kernteam, das ist das, was der Johannes vorhin erzählt hat, die haben, das war eine interdisziplinäre, also Cross-Function, Cross-Section, 20 Leute aus allen Bereichen, die also mit sich selber unglaublich glücklich waren und immer noch sind, glaube ich. Mhm. Also die sind ganz unzertrennlich. Ein neues Netzwerk auch in dieser Silo-Organisation, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die haben von uns einen zweitägigen Workshop bekommen in der Methode Appreciative Inquiry und dann sind sie raus und haben diese 200 Interviews geführt. Die haben die ausgewertet. Die haben eigentlich sozialwissenschaftliche Arbeit gemacht, ja, aus eigener Kraft. Und das haben wir ihnen auch immer wieder zurückgespielt, das war ganz wichtig. Und dann gab es diese erste Führungskonferenz, also das war die mit den 160 Führungskräften. Dort wurden die Führungsgrundsätze, die jetzt so ein paar Mal durch die Mangel genommen wurden, durch die Chefärzte, durch diese Gruppe, durch die Interviews, die gemacht worden sind, das ist jetzt angereichert worden mit Informationen, mit Facetten. Das ist noch einmal zurückgespielt worden an alle Führungskräfte, 160 Führungskräfte, und die haben das in einem Großgruppensetting, das zeigen wir dann gleich her, wie man sich das vorstellen kann, haben die das also durchdiskutiert, und zwar ziemlich ordentlich. Also da ist auch diskutiert, gestritten worden, da sind Einwände gekommen und man musste sich wirklich einigen, da sind auch noch Umformulierungen vorgenommen worden. Also das war wirklich eine Auseinandersetzung des Systems Führung mit ihrer eigenen Aufgabe. So würde ich das jetzt sagen. Und aus dieser Konferenz heraus, also im Anschluss daran, sind eben neue Themen entstanden. Johannes hat es vorhin schon erwähnt. Also die Klinikumsleitung ist ein Passo Continuo, da wird ständig daran gearbeitet, dass die Leitung der Organisation sich selber überprüft, ob sie sich selber an diese Grundsätze hält, ja, beispielsweise, und was sie tut. Neue Themen sind reingekommen mit den Mitarbeitergesprächen und den Rollen. Es wird einen Pflege-Workshop geben, also eine große Konferenz nur für die Pflegekräfte und für das individuelle Lernen der Führungskräfte, eben Führungsworkshops und auch mit den Chefärzten. Da stehen wir jetzt, hier stehen wir jetzt und sind in Vorbereitung für die zweite Konferenz, die im November sein wird. Und so wie du das gesagt hast, Martina, wir wissen es auch nicht ganz genau, wie es dann weitergeht. Ja? Also das ist nicht wie im OP, wo man dann doch ziemlich genau seine Schnitte und Stiche kennt, sondern das ist ein Stück offen. Ja? Und es ist ein Stück offen, weil es die Auseinandersetzung braucht über die Materie. Das muss deren Prozess sein, nicht unserer. Ja, oben ist eine Prozesssteuerung und unten die Zeitschiene. Ja, vielleicht ein kurzer Einblick, dass ich so einen Eindruck habe, wie sieht das aus, wenn 160 Leute miteinander im Dialog... Kann man das Licht ein bisschen dimmen? Kann man das Licht ein bisschen... sitzt da wer auf... Ja, der Harald sitzt. Ja, nicht ganz weg. Da schlafen alle ein. Aber... Ja, also nur bis, zum nur ein bisschen dimmen, ja. Die es nicht kennen, wir arbeiten mit Real-Time Strategic Change Settings vornehmlich, wo wir die Leute in Achterkreisen diskutieren lassen. Da kommt immer ein Impuls von vorne, also zum Beispiel die Klinikumsleitung stellt vor, was für Gedanken sie sich dazu gemacht haben. Dann wird in diesen Achterkreisen diskutiert, das Wichtigste zusammengefasst, und ein Sprecher aus jeder dieser Achtergruppen präsentiert dann
hochkomprimiert die allerwichtigsten Erkenntnisse und Fragen aus der Gruppe, sodass dann 160 Leute wissen, was war eigentlich allen 160 das Wichtigste. Dann kann zum Beispiel wieder reagiert werden. Also es ist immer so ein Dialog zwischen den kleinen Achtergruppen und dem großen Plenum bzw. Impulsen von vorne. Und wie das dann ausschaut, zeige ich Ihnen ganz kurz. Das war die Führungskonferenz, ein bisschen auch ein emotionaler Einblick, wie da auch die Post abgeht eigentlich, wie viel Energie hier mobilisiert wird. Es ist immer wieder unglaublich, was in diesen Organisationen steckt an Energie und an Freude an der gemeinsamen Arbeit und an der gemeinsamen Organisation. Ja, das ist jetzt fast ein Jahr her, ungefähr ein Jahr. Wenn wir jetzt so zurückschauen an den Ursprung, an den Anfang, nicht nur die Konferenz, sondern auch davor und was in der Zwischenzeit alles passiert ist, und wenn wir uns so in einen Marsmenschen versetzen, der sozusagen ganz von außen hinschaut, was würde der an Veränderungen sehen? Was hat sich getan? Was ist die Wirkung, die wir hier erzielt haben, deiner Meinung nach, deiner Wahrnehmung nach? Also ich mag es ja immer nicht so, die großen Worte, was sich jetzt alles riesig verändert hat. Es hat sich definitiv was verändert und ich glaube, als Konstruktivist bin ich ja der Überzeugung, es gibt keine Wirklichkeit, sondern wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit dadurch, dass wir Aufmerksamkeit fokussieren. Und was gelungen ist durch den Prozess ist, im Gesamtunternehmen, das glaube ich, kann man schon sagen, dass mehr Aufmerksamkeit auf Positives als auf Negatives gelegt wird. Und jetzt nochmal Führungsgrundsätze oder auch, wo die Aufmerksamkeit liegt, ist ja kein Selbstwert, sondern der Wert entsteht ja erst dadurch, funktioniert die Organisation in ihrer Aufgabe besser. Und da sind wir ja bei der Hirnforschung heutzutage eigentlich so weit, dass wir wissen, dass Menschen und dann auch Organisationen besser funktionieren, wenn sie eben mehr von ihren Stärken machen und nicht versuchen, Schwächen zu beseitigen. Und jetzt mal, um es ganz konkret zu sagen, wir haben inzwischen viele Abteilungsbesprechungen, die damit beginnen, dass der erste Tagesordnungspunkt lautet, kurz und knackig aber, 2 bis 3 Minuten, was ist seit der letzten Sitzung Positives bei uns im Unternehmen oder in der Abteilung gewesen, vor allem in der Interaktion derer, die zusammensitzen. Wir haben das Ganze, auch die Führungsgrundsätze, weil wir bei der Vision damit so erfolgreich waren. Wir haben zum Beispiel in unserem Geschäftsbericht über Jahre die Entwicklungen unseres Unternehmens immer unter der Brille betrachtet, was steht denn in unserer Vision? Also welche Schritte haben, und genauso versuchen wir es gerade mit den Führungsgrundsätzen. Wir haben einmal im Jahr mit jeder Abteilung, also mit den Ärzten und pflegerischen Führungskräften der Abteilung, gibt es ein Gespräch mit der Klinikumsleitung, so ein Strategiegespräch. Und in diesem Jahr war in jeder Abteilung, hat der Chefarzt berichtet, wo hat die Abteilung anhand welcher Führungsgrundsätze, wo haben sie da ihre Schwerpunkte gesetzt? Wo haben sie einen Führungsgrundsatz besonders umgesetzt? Das hat man auf der Konferenz schon vereinbart und wir haben es nachgehalten. Also ich denke, das Unternehmen ist jetzt nicht komplett anders als vor einem Jahr.
aber das hätte ich auch nicht erwartet. Ja. Das ist ein großer Tanker und einen Tanker fährt man nicht wie ein Schnellboot. Den bewegt man langsam. Aber ich denke, wenn du mich fragst, was ist der Haupteffekt? Der Haupteffekt ist, es wird weniger gejammert und gelästert. Ja. Ja. Es wird auch noch gejammert und gelästert, aber es ist weniger geworden. Ja. Ja. Und die Leute spüren, und das haben sie in den Interviews das erste Mal vielleicht ganz intensiv erlebt, was das für positive Energie erzeugen kann, wenn ich mich auch mal mit dem beschäftige, was gelungen ist. Also ich habe vielleicht noch aus der beraterischen Sicht, wir machen ja derzeit diese Führungsworkshops, wo es sehr viel um die Schaffung eines gemeinsamen Bildes von Führung, der Führungsrolle geht. Und da gibt es so für mich eine ganz bemerkenswerte Wende in jedem Workshop. Also das sind natürlich viele Leute und viele Workshops und wir machen mehr oder weniger immer dasselbe Programm für alle gleich. Und da gibt es immer wieder ein Phänomen, das dort auftaucht. Am Anfang, wenn wir sagen, hallo und wer ist denn da und was machen Sie und so weiter, was erwarten Sie, da wird gejammert. Also das ist unglaublich. Jeder Anfang beginnt damit, was alles nicht gut geht, was die da oben anders machen sollten oder überhaupt einmal machen sollten und so weiter. Also da hat man wirklich das Gefühl, da kommt ein ordentlicher Wind einem entgegen. Ich weiß nicht genau, warum ich schon wieder... Ja, warum ich schon wieder hier sitzen soll. Und viel, viel Skepsis, viel, viel Kritik, viel, viel auch aufgestauter Frust irgendwo. Und wir machen das ja nur einen Tag. Und in dem Tag, und du hast das vorhin so schön gesagt, oder du Harald, was war die Macht der Theorie. Also wenn wir den Führungskräften dort ein Modell hinstellen, wie man Führung anschauen kann und was der Sinn der Führung in der Organisation ist und wie unverzichtbar diese Funktion Führung in der Organisation ist. In jedem dieser Workshops gehen die nachher stolz über ihre Aufgabe und eigentlich sehr, mit sehr viel Respekt auch vor ihrer eigenen Aufgabe raus. Also das ist für mich immer so ein ganz sichtbares, ein Mindshift, könnte man sagen. Da verändert sich ganz viel, ja, wie die plötzlich positiv ihrer eigenen Führungsrolle gegenüberstehen. Also das passiert so eher im Inneren dann, gar nicht so in der Organisation. Wir haben das ganz am Anfang schon angeschnitten, also Expertenorganisation, Hochsicherheitsorganisation, Leben und Tod, alles möglichst gut reglementiert, damit nicht jeder Arzt dann am OP dann überlegen muss und sie diskutieren anfangen muss. Hier haben wir doch also ordentlich hineingeschnitten an sehr vielen Stellen und Veränderungen sozusagen angestiftet und das bringt immer Unruhe und Unsicherheit mit sich. Was war denn aus deiner Sicht, wenn du jetzt so auf das Klinikum schaust, so, was waren so die zwei, drei größten Herausforderungen, mit denen man sich oder ihr euch auch als Leitung herumschlagen musstet in diesem Prozess? Was war da? Also eine Herausforderung, die ist meiner Meinung nach unabhängig von uns als Klinikum oder auch von uns als Haus, ist, dass ich in jedem Change-Prozess Keyplayer brauche, die durchhalten. Also wenn ich einen Tanker umsteuern will, dann muss ich das Ruder lange Zeit konstant in eine Richtung halten, sonst fährt er nicht in eine andere Richtung. Und das war auch in dem Prozess, wir hatten ja außer der Kerngruppe sozusagen nochmal so ein kleines Projektteam, also meine zwei Assistentinnen und ich, die das ein bisschen so mitgesteuert haben. Und ich will jetzt nicht verhehlen, es gab da schon Tiefen. Also es gab in dieser Interviewphase nach den ersten Interviews waren doch viele erstmal ein bisschen verunsichert. Und da dann zu sagen, durchzuhalten und zu warten, bis die Energie dann kommt. Also ich glaube, das ist so eine Herausforderung. Es braucht Menschen. Und die Menschen müssen auch in gewisser Weise schon auch machtvoll sein im Unternehmen, die da durchhalten. Und die Führung muss mit durchhalten. Das war, denke ich, gegeben. Die zweite Herausforderung ist, das habt ihr beide jetzt schon angesprochen, ein Krankenhaus ist eine defizitorientierte Organisation. Und gleichzeitig sage ich zum Glück, also ich erzähle immer, wenn ich einen Vortrag über das Thema irgendwo halte, dann sage ich immer, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege und komme hier ins Krankenhaus, dann will ich da um Gottes Willen keinen ressourcenorientierten Arzt. Ich möchte nicht, dass ich da hinkomme und der sagt mir, oh ja, Sie haben einen Herzinfarkt, Ihr linkes Knie, klasse. Also da machen wir mehr davon. Sondern da will ich einen defizitorientierten Arzt, ich möchte in den Herzkatheter kommen und der soll mir meinen Riva wieder aufmachen. Aber wenn der mit seinen Mitarbeitern spricht oder wenn der nach meiner Reanimation mit seinem Team spricht, wie ist es denn gelaufen, dann soll er sich ressourcenorientiert verhalten. Und das beides zu wertschätzen, der Gunter Schmidt sagt ja immer so gern die Liebesaffäre zwischen Problem und Lösung. Also nicht diese Defizitorientierung im Kerngeschäft zu verurteilen, sondern sie mitzunehmen und nur zu sagen,
kontextabhängig verhalte ich mich mal so, mal so. Das ist, denke ich, eine große Herausforderung. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich nicht mehr das Schlagwort Positiv Leadership nutzen. Ja, da bin ich dankbar also ich, dafür. Ich würde auch dieses Buch nicht mehr so ja, nennen. Also es vergeht eigentlich keine Veranstaltung zu dem Thema, ohne dass ich nicht sage, Positiv Leadership heißt nicht, alles ist positiv. Weil der, also durch das Benennen des Projekts Positiv Leadership fange ich überall immer erstmal an zu sagen, es ist nicht so, dass ihr nicht über das reden könnt, was nicht gut ist. Es geht nur darum, wie redet ihr drüber? Also ihr formuliert in Zukunft einen Wunsch, was sich verändern soll, indem ihr das Zielbild formuliert und nicht indem ihr das Problem untersucht. Aber das Problem an sich darf als Problem wahrgenommen und thematisiert werden. Genau. Und da würde ich sagen, würde ich nicht mehr so machen und ja. Das ist auch eine Herausforderung und ich habe eigentlich intern für mich auch entschieden, also wir jetzt für die Zukunft heißt es für mich nicht mehr Positiv Leadership, sondern es geht um Weiterentwicklung von Führung, von Leadership. Ich bin sehr dankbar, weil ich habe mit meinem Verleger so lange gestritten, weil ich das nicht wollte und er hat gesagt, das ist aber eine Marke im Markt jetzt und das muss so heißen. Ich hätte es ja genannt, die Revolution der Führung, aber das war ihm zu revolutionär. Also wollte er nicht haben. Ja, wir stehen da so an einem Punkt, wo wir schon sehr weit gediehen sind. Und ich habe dir schon gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wie es weitergeht. Ideen haben wir schon, aber die verraten wir auch dir noch nicht. Mhm. Wir haben schon Ideen, was wir denken, was wichtig ist. Und es wird jetzt im November eine weitere Konferenz geben. Und aus der Konferenz heraus wird wahrscheinlich die große Herausforderung sein, wie kriegen wir das wirklich in die Tiefe der Organisation. Wir haben auch schon Ideen. Das ist ja das Schöne. Ihr habt Ideen. Ja. Ah, hoffentlich passen die zusammen. Ja, dann danke ich dir mal, dass du mit uns gemeinsam hier da Einblick gegeben hast. Das ist ja auch immer, finde ich, und ich möchte das auch in deine Richtung sagen, ist eine große Freude und Ehre. Und wir bedanken uns auch sehr dafür, dass unsere Kunden aus Deutschland, aus Tirol hier anreisen, um zu zeigen, vorzustellen, was sie hier gemacht haben und auch so ein bisschen Einblick zu geben. Also herzlichen Dank euch beiden für diese Offenheit auch. Danke. Aber bevor wir dann einsteigen, würde ich gerne Sie um eine kleine Übung bitten. Wer von Ihnen ist aus dem Gesundheitswesen? Hände hoch. Wie viel haben wir denn da? Hände hoch. No? Ordentlich. Also okay. Wir sind in einer guten Expertenrunde. Ja, super. Ja, ich mache das eigentlich immer so, ich fange immer hinten an. Also gibt es da einen Menschen in dieser Reihe da, der uns ein bisschen was erzählt, zusammenfassend, was so wichtig war, Fragen waren, Impulse waren, die Sie bekommen haben, damit wir das auch hören. Ich schaue mal jetzt Sie an, weil Sie sitzen so in meinem Blickkanal. Ja, Sie sind arm. Nein, ich fange mal von unten an. Fragen. Also die Frage, die entstanden ist, ist nämlich dieser Neueinstellungsprozess, der stattgefunden hat. Den hätten wir so verstanden, ich wiederhole es jetzt einmal, ob wir das richtig verstanden hätten. Das, was der Primarius, wenn er eingestellt wird, das OR bekommt, sich quasi seinen Bereich anzuschauen und wenn er Veränderungen durchführen möchte, bekommt von ihm die Möglichkeiten, es zu tun, das begleiten den Prozess. Kann so stattfinden. Also wir bieten es in jedem Fall an und er verändert auch in jedem Fall was. Also nachdem oft einmal die von auswärts kommen, führen sie sehr gerne Systeme ein, die sie kennen. Und was wir aber sagen ist, bevor da jetzt sag ich mal, mit der Heckenschere reingeschnitten wird, sollte man es doch einmal gut anschauen und eben auch andere Mitarbeiter und vor allem auch die anderen Berufsgruppen mit einbeziehen. Ja. Darf ich was ergänzen? Bitte. Aus meiner so Außenwahrnehmung hat das auch sehr viel mit dem Thema von vorhin, von Ihnen, Herr Dr. Wagner, zu tun. Nämlich, dass es macht einen ganz großen Unterschied, ob jemand reinkommt in eine neue, und zwar, ich glaube, das ist jetzt nicht nur im Krankenhaus so, reinkommt und sagt, ich weiß, wie ihr in Zukunft alles besser machen könnt, ja, wie es besser geht. Oder ob jemand reingeht, kommt auch mit so einer Haltung der Wertschätzung für das, was bisher da geleistet wurde und sagt,
jetzt reden wir doch einmal miteinander, was ist wertvoll an dem, was wollen wir unbedingt behalten und was bringe ich vielleicht mit meinen neuen Perspektiven ein. Und ich genau, denke mal, genau da ist die Qualität für diese, für diesen, in diesem Prozess. Danke. Ja, sonst in der... Ja. Ist, dass es für uns spannend war, dass Kommunikation und Führung gerade in Expertenorganisationen so ein wichtiger Bestandteil ist. Ja. Und das, was ich immer persönlich mitgenommen habe, ist, dass Experten, also Expertinnen in einer Expertenorganisation wirklich von ihrer Expertise leben dürfen und nicht die Marke des Unternehmens letztendlich vertreten müssen, sondern die wollen mit ihrer Expertise leben. Punkt. Das sollen sie auch. Sehen Sie das auch so? Kontextabhängig. Ja. Also nochmal, wenn der Chefarzt mich reanimiert, soll er seine Expertise leben. Und wenn er sich danach mit dem Krankenpfleger darüber austauscht, warum eigentlich 5 Leute um die Trage standen in dem Fall und dadurch der Prozess schlecht geworden ist und es 30 Sekunden zu lang gedauert hat, bis ich das Suprarenin gespritzt bekommen habe, dann soll er ihn dafür nicht zusammenscheißen, sondern soll er schauen, welche Prozesse haben gut geklappt und wie können wir das auf die anderen Prozesse übertragen. Das erwarte ich von ihm schon, sonst wird er sich qualitativ nicht verbessern. Aber die Erkenntnis darf er kriegen und es braucht erst, also es braucht beides. Also für mich ist es ganz, es braucht beides. Es braucht die Wertschätzung, die ehrliche Wertschätzung für diese, für dieses Expertentun und für die Art des Expertentuns. Und gleichzeitig braucht sozusagen dieses Abholen, du bist, wenn du jetzt hier mal Chefarzt oder Oberarzt bist, auch dafür verantwortlich, nicht nur für deine Expertenrolle, sondern du bist auch dafür verantwortlich, dass diese Organisation gut funktioniert. Und wenn zu mir ein Oberarzt oder ein Chefarzt kommt und sagt, wofür, ich stehe mal auf, dann sehen wir alle, wofür braucht es Führung? Dann sage ich, wenn es keine Führung braucht, machen wir das morgen so, alle 2400 Mitarbeiter treffen sich früh am Eingang und auf geht's. Wird nicht funktionieren. Übrigens ganz kurz zu der Geschichte, was Sie gesagt haben, Chefarztwechsel, was passiert da? Was ja ein häufiges Problem bei einem Chefarztwechsel ist, dass die Mitarbeiter, die schon im Unternehmen sind, und ich denke, das wird überall so sein, sich erst einmal die Angst haben, zählt das gar nicht mehr, was wir jetzt bisher gemacht haben. Ich erzähle bei jedem Chefarztwechsel eine Geschichte, kennen vielleicht viele von Ihnen, als Newton zum Ritter geschlagen wurde, gab es Tausende von Laudatius, was er für ein großer, wunderbarer Riese wissenschaftlich und überhaupt ist und wie wunderbar er ist. Und dann kommt er ans Rednerpult und sagt, ich bin kein Riese, ich bin ein Zwerg und ich erscheine nur für euch so groß, weil ich auf den Schultern meiner Vorgänger stehe. Und das ist die Geschichte, die ich bei jedem Chefarztwechsel bei uns erzähle, die genau das mitnehmen soll und genau das abholen soll. Das, was da vorher war, hat auch was Gutes. Das nehmen wir mit und jetzt nehmen wir auch die notwendige Neuerung rein. Wir haben da kurz eine Folie aus der Konferenz aufgeschlagen, die das wahrscheinlich ganz gut trifft, weil wir uns ganz viel mit dieser Rolle des Arztes, also hier in dem Fall des Arztes, aber das gilt natürlich auch für die Pflege, in der Expertenrolle und in der Führungsrolle. Und in der Führungsrolle geht die Aufmerksamkeit nicht auf den Patienten, sondern auf den Arzt, der den Patienten behandelt und auf die Organisation, die den Rahmen dafür bietet. Und das, glaube ich, war in den Prozessen, in diesen Lernprozessen eine ganz wichtige Einsicht, dass man einfach diese zwei Hüte aufhat und dass man switchen können muss ganz schnell, je nachdem, mit wem man es zu tun hat. Also ich glaube, diese Rollenfragen, die sind extrem wichtig, gerade in so einem System wie im Krankenhaus. Ja? Was vergessen? Danke ich vielmals. Gehen wir gleich da hinten weiter. Da war 1, 2, 3, mindestens 4 Leute. Oder so. Wer spricht zu uns? Ganz nur kurz so, was ist so wichtig gewesen, was hat Sie beschäftigt, welche Fragen sind aufgetaucht? Ich schaue mal irgendwen an, die sitzen jetzt auch so in meinem Blick. Ah. Ja. Also andere Gruppe, na, dann schaue ich da nach hinten, Sie schauen mich so nett an. Was für mich also ein Thema ist, also ich in den Organisationsentwicklungen nicht so primär, also primär bin, ich komme ja aus der Controlling-Seite. Sind Sie auch aus einem gesunden Gesundheitssystem? Genau. Die Frage ist, in welchen, also welche Rahmenbedingungen sind Sie als essentiell, damit man überhaupt mit diesem systemischen Ansatz oder mit diesem Ansatz eigentlich reingehen kann? Oder gibt es Rahmenbedingungen, wo Sie sagen, nein.
Geht immer. Würde ich schon sagen. Nicht? Es geht nur. Es geht nur. Also systemisch heißt, ich habe eine ganz bestimmte Art, wie ich Organisationen, Führung, Menschen anschaue und ob ich sie als kleine Maschinen anschaue oder nicht als Maschinen anschaue. Also ich kenne es gar nicht, dass es nicht geht. Es ist einfach, also man muss, ich sage es einmal anders, unsere Kunden müssen sich nicht qualifizieren dafür, dass sie dann systemische Berater bekommen. Die dürfen so sein, wie sie sind und wir tun, was wir glauben, das gut ist. Und wir tun das möglichst so, dass wir, so wie es jetzt auch viel gesagt worden ist, so mit dem System, mit seinen Ressourcen schauen, wohin will auch die Organisation. Und wohin muss sie auch? Sie hat ja immer auch eine Aufgabe und ist sie dafür gut aufgestellt? Und was können wir tun, damit sie vielleicht besser aufgestellt ist als vorher? Ich schaue so zwei Unterschiede, die ich sehe. Auf der einen Seite, klassische Fachberatung ist wahrscheinlich gut geeignet bei niedrigeren Komplexitätsniveaus und die systemische Betrachtungsweise wird dann wirklich wichtig und notwendig, glaube ich, auch wenn es ums ganze Stück geht. Und das Zweite ist, dass systemische Beratung den Nachteil, sage ich mal, hat, dass wir immer auch sehr viel die Organisation beschäftigt und die Leute ja dadurch, dass wir nicht glauben, dass wir eine Lösung reintragen können, sondern dass die Organisation eine Lösung selbst entwickeln muss und wir sie dabei unterstützen, zwar wahrscheinlich weniger Beratungskosten anfallen, aber auf der anderen Seite sehr viel Beschäftigung in der Organisation notwendig wird. Ja, aber das ist eine wichtige Frage, nicht so, welche Voraussetzungen muss eine Organisation haben, damit sie systemische Berater, keine. Also wir gehen immer rein und schauen, was ist mit unserem Bild. Ich glaube, eine Voraussetzung ist, dass die Unterstützung von ganz oben. Das ist absolut, so ist es. Absolut. Ja. Also Führung ist ganz entscheidend, sie steht bei jedem Veränderungsprozess im Mittelpunkt und sie muss sich leider Gottes selber verändern, wenn sie die Organisation verändern wird. Das sind siamesische Zwillinge, also Change und Führung, das gehört so zusammen, das geht eines ohne das andere nicht. Im Fall von Führung ist wohl die glückliche Konstellation zusammengekommen, dass wir einen Internisten haben, der ein Systemiker und ein Konstruktivist ist und der gleichzeitig den richtigen Zeitpunkt belauert hat, wo er dann einem... Wo der Chef außer Gefecht ist. Das ist ja ein aufwendiger Prozess. Der Mensch muss auch Glück haben. Wobei ich jetzt schon sagen muss, also auch mal um unsere Organisation, das ist auch nicht so punktuell gewesen, also über... Dieser Wachstumsprozess, den wir in den letzten Jahren hätten, ich glaube, den hätten wir wirklich nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht überlebt oder nicht geschafft, wenn wir es nicht gerade in den Wachstumsbereichen geschafft hätten, schon in den Jahren davor ein Miteinander zwischen diesen Abteilungen zu schaffen und nicht ein Gegeneinander. Ja. Weil wir haben uns, also wir haben da unser Leistungsspektrum extrem diversifiziert. Das heißt, wir haben aus einzelnen Bereichen Dinge rausgenommen, aber wir haben es so gemacht, dass die eben nicht gegen das Neue gearbeitet haben, sodass keiner der Bereiche unterm Strich jetzt verloren hat, sondern die neuen Bereiche de facto eigentlich dazugekommen sind. Und das geht nur, also und da würde ich jetzt sagen, wenn ich das mit einem klassischen Unternehmensberater mache, der zählt da nur Zahlen zusammen und der, also das kann doch, also das ist doch ein leichtes für einen Chefarzt, das zu boykottieren, der winkt einmal mit dem Leichentuch und vorbei ist. Naja, ist so, es ist so. Also ich glaube, es ist durch meine, sozusagen, dass ich da Feuer gefangen habe und das war ja kein Schalter. Das ist ja nicht so, dass dann alle sofort Hurra schreien, ganz und gar nicht. Sondern das ist irgendwo dann die Überzeugung entstanden. Gut, ich hatte den glücklichen, also wir hatten einen neuen Notarzt in der zentralen Notaufnahme. Wir haben eine große zentrale Notaufnahme.
Und wir haben immer noch den ersten Notarzt in der zentralen Notaufnahme bei einer Neueinführung. Da bin ich stolz drauf. Das ist ein Wunder eigentlich. Weil normalerweise wird der nach 2 Jahren abgeschossen und der zweite hat eine Chance. Das heißt, den hatte ich schon mal auf meiner Seite, weil der hat gemerkt, oh, da gibt es jemanden, der steht hinter mir und der versucht, die Brücken zu den anderen zu schlagen. Und die anderen, die Alteingesessenen, haben irgendwann gemerkt, mir wird hier nichts weggenommen, sondern ich werde auch mitgenommen. Aber wir haben schon auch Bereiche, kann man ehrlich sagen, also wir haben schon ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem chirurgischen und dem nicht-operativen Bereich, wo das noch nicht so tickt. Also es ist kein Schalter, der umgelegt ist, so nach dem Motto, ab jetzt verstehen es auch die Ärzte, sondern ich würde eher so sagen, es ist wie so ein positives Tumorwachstum. Also es breitet sich im Unternehmen aus. Infektion, wir haben immer den Begriff der Infektion. Die positive Infektion. Wir sitzen da und sagen, bitte, warum tun wir das eigentlich? Ja, es ist alles so viel Hacke, ja, dann ist es alles so komplex und kompliziert, und wir zurück sind, warum eigentlich? Ja, warum steckt man die Energie rein? Und das würde mich da besonders interessieren, wie ist das bei euch? Ja? Wie ist das gelungen, ja, dann wirklich so die Energie aufrechtzuerhalten? Also da ist das, was ich vorher mal genannt habe, aus meiner Sicht ganz wichtig, Hartnäckigkeit. Ich für mich tue mich natürlich relativ leicht, weil ich aus der Profession komme und ich versuche dann immer, wie ich es jetzt mit Ihnen auch gemacht habe, anhand von ganz konkreten Beispielen. Also ich habe das selber erlebt, wie eine Reanimation stattfindet, die nicht funktioniert auf einer Intensivstation. Ich habe wirklich mal diese Situation erlebt, dass bei einer Reanimation ich eine Anordnung gegeben habe für ein Medikament und es standen 4 Pflegekräfte am Bett und der eine hat Kabel sortiert. Der andere hat sich irgendwie verkrümelt mit der Dokumentation, aber keiner hat das Medikament geholt. Und dann damit umzugehen, wie gehe ich mit sowas um? Mit solchen Beispielen versuche ich, die dann zu fangen. Also ich bin ein Freund von Geschichten erzählen. Ja, also absolut. Ihr merkt es ja schon. Das fängt Leute. Und wenn diese Geschichten aus deren Wirklichkeit kommt, werden sie vielleicht mit der Zeit überzeugt. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte lange Jahre einen kardiologischen Chefarzt, der war halt am Ende seiner beruflichen Phase. Den, glaube ich, hätte ich dazu nicht ehrlich überzeugt, auch wenn ich es noch 10 Jahre probiert hätte, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich muss auch sagen, ich habe bei mir einen Chefarzt, der früher mal mein Chef war, als Arzt. Der ist jetzt 60, also der geht es liebend gern mit. Also die Frage, wie hält man die Energie hoch, da würde ich noch was ergänzen, gerade im Klinikum führt. Also wenn ich an dieses Kernteam denke, ja, dann fällt mir ein, wie viele Menschen da sozusagen sich zu Botschaftern dieses Wandels selber erklärt haben. Ja. Also die gehen da wie Missionare daraus, ja. Die überzeugen andere, die leben das vor, die strahlen auch wirklich so eine Überzeugung aus. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man gerade in so einem großen Unternehmen, dass man Bündnispartner findet, die die Energie weitertragen, weitertreiben. Das geht irgendwie fast wie von allein. Und da gibt's ja sogar Zahlen darüber, wo so die kritische Masse ist, die man braucht, wie viele Menschen braucht man, damit sich sowas ändert. Nicht? Und da ist bei euch schon viel, viel geglückt. Ja? Also das ist einerseits oben die Spitze, aber es sind auch viele Leute und was wir Mikrokosmen nennen, also dieses Querbeet durch die gesamte Organisation, das sind ja so kleine Infektionsherde, positive, die dann schon anders tun. Also das ist wirklich ganz was Zentrales. Nicht? Wie schafft man da so eine Community, die sich da auch engagiert und die sagt, das ist super und das geht uns besser jetzt. Und es muss auch besser gehen. Also das darf nicht ideologisch sein, dass man sagt, Positive Leadership ist einfach die ethisch wertvollere Art des Führens, darf es nicht sein. Ja? Sondern es muss wirklich leichter sein. Das ist der Anspruch. Es muss leichter sein, es muss besser sein, es muss effektiver sein. Wenn es das nicht ist, kann ich bis morgen reden. Ja? Das nützt dann nichts. Also das ist schon die Voraussetzung, dass es gut ist, dass es wirkt, dass die Leute, die Organisationen damit gut umgehen können. So, diese ganze Struktur löst sich ja jetzt hier auf. Dank Ihrer Hilfe. Jetzt frage ich einfach so ins Plenum hinein, in den Raum. Noch Fragen oder Dinge, die es ausgelöst hat bei Ihnen, etwas, was Ihnen aufgefallen ist, was neu war, was interessant, spannend war oder wo Sie sagen, das mache ich morgen sofort? Ja, ich habe noch eine Frage an die Frau Audel, weil Sie haben ja gesagt, eben hierarchische Organisation und so weiter.
Wie haben Sie eben in dieser Organisation auch die Mitarbeiter wirklich unabhängig jetzt von der Organisationsanalyse, aber im weiteren Prozess von diesem Change an den verschiedenen Stellen eingebunden, dass das wirklich Ihr Change war? Oder dass das Ihre Veränderung war? Ja. Ja, im Prinzip geht es eh quasi nur über Beteiligung, oder? Und wir treten so auf, wie wir es vorher gehört haben, nicht wir bringen die Lösung, sondern wir gehen davon aus, ihr wisst, wie euer Job geht und wir schauen, wie können wir gemeinsam eine gute Lösung machen. Und was für mich so spannend ist, dass in jedem Projekt, in dem ich jetzt gearbeitet habe, sie fast wie das erste Mal, wenn sie bei uns in, ist jetzt egal in welchem Setting, ist es ein Workshop oder eine Arbeitsgruppe oder irgendein Treffen, wie wenn sie zum ersten Mal miteinander über den Tellerrand schauen und einmal darüber reden, wie es wirklich funktioniert. Und das ist wirklich jedes Mal für mich so ein Erlebnis, wenn ich denke, wie kann das sein, oder, dass da quasi im Fall lauter Fokus auf, wo war das Bild vorher mit dem Notfall, oder? Das nicht möglich ist, oder? Aber es ist scheinbar so. Man muss den Rahmen und das Setting schaffen und so verstehen wir uns auch, dass wir einen Rahmen zur Verfügung stellen, den halt dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfüllen. Und ich glaube sicher, die Herausforderung ist, wie erzielt man ehrliches Engagement und eine ehrliche Möglichkeit zur Mitgestaltung. Also das, darum sagen wir, authentisch muss es sein. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ja, ihr dürft es jetzt gestalten und dann ziehe ich aber die Strategie aus und sage, ja, und so hätten wir es aber gern. Gell? Also das geht halt dann nicht. Ja, absolut. Ja. Ich meine, eine Herausforderung ist immer Zeit, nicht? Das ist ein ganz, ganz, also du hast das eh erwähnt, auch wie die Zeit immer knapper wird und wir versuchen auch möglichst viel reinzupacken. Also das war mein größtes Learning jetzt vom Consulting, wo ich quer über alle Branchen Projekte gehabt habe, jetzt bei mir im Krankenhaus, dass alles eigentlich in der Hälfte, also man kann es durch zwei dividieren, es sollte in der Hälfte der Zeit funktionieren und ich finde es aber wichtig, dass man das wird und unsere Aufgabe trotzdem es ist, die Bedeutung zu betonen und dagegenhalten. Und sagen, nein, und das dauert jetzt aber trotzdem eineinhalb Tage. Und da muss man halt gute Balance finden zwischen dem, okay, was kann ich zumuten und wo muss ich wirklich auch im Sinne der Wertschätzung schauen, okay, die haben halt nicht mehr Zeit. Also das, ja. Vielleicht noch ganz kurz, weil Veränderungen mit Kommunikation so wichtig ist, welche Kommunikationskanäle gibt es im Krankenhaus? Gibt es nur die direkten Kommunikationskanäle oder habt ihr auch eine Collaboration? Alles Mögliche. Wir haben unterschiedlichste Arbeitsplattformen, wobei interessant ist, wer welchen Zugang hat, quasi so haben können. Tut eigentlich fast jeder jeden Zugang aber benutzt, oder? Und das ist eigentlich auch das, was wir am Anfang einmal herausfinden, okay, neben dem, dass wir trotzdem mal schauen, wie kann er, weil die verbale Kommunikation trotzdem das A und O ist und gerade die Kommunikation, die von der Führung dann kommt oder untereinander beim Café kommt, aber wie können wir auch Strukturen bauen dann für die Kommunikation im Projekt oder dann eben vielleicht, je nachdem, was wir halt dann vorfinden, Kommunikationsstrukturen, die dann da weiter danach auch noch bestehen. Oder? Das wäre das Ziel. Und was teilweise auch in den Projekten ein Thema ist, ist jetzt Kommunikation sozusagen im Sinne von, wie erzählen wir den anderen Organisationen oder den anderen, unseren anderen Stakeholdern, was sich da bei uns verändert, weil das ist ja auch wichtig. Nicht nur die interne Kommunikation, sondern auch die externe Kommunikation unter Anführungszeichen Alleine. Wer gibt Ihnen die oder die heilige Zeit, also wer bestimmt ist, dass das alles schneller sein muss? Ach, unsere Kunden quasi. Also wenn wir da hingehen, oder? Also ja, primär auch die. Ist es die Chefetage oder sind es die Leute, die dann dazukommen sollen? Ja, also es ist eine Wechselwirkung oft einmal passiert es auch im Prozess, dass wir ein paar verlieren und dann muss ja praktisch wieder über die Führung hergestellt werden, dass es doch wichtig ist, oder? Also das kann man pauschal nicht sagen, aber es ist quasi so viel, gibt der Tagesablauf vor, also eine chirurgische Station will ich nicht am Vormittag zu einem Workshop bringen oder halt nur Teile, nur einzelne Mitarbeiter, oder? Ich sage jetzt trotzdem, eine konservative Einheit vielleicht eher schon. Da muss man halt viel schauen, okay, wie ist wirklich die reale Arbeitssituation? Und so ist das eigentlich ein Verhandlungsprozess. Aber eben unsere Aufgabe ist sicher darin, dass ich sage, okay, und jetzt wollen wir den Prozess starten, machen wir es aber mit also Ernsthaftigkeit oder und nehmen wir uns auch die Zeit dafür, weil es drüber hudeln, bringt es halt dann auch nicht. Ein intensives Projekt mit einer Fluglinie gehabt und da gibt es ganz viele Parallelen eigentlich. Also auch so eine Hochsicherheitsorganisation,
das, was die Ärzte im Krankenhaus sind, die Piloten in der Fluglinie, die auch sehr, sehr schwer aus ihrem operativen Tun herauszulösen sind. Also jetzt einen, der Bitte sagt dazu, es war nicht die Air Berlin. Nein, es war nicht die Air Berlin. Nein. Danke. Da waren wir mehr Opfer. Ne? Ja, da waren wir immer Opfer, weil wir nach Nürnberg geflogen sind. Aber da haben wir ganz viel Parallelen und gleichzeitig fällt auf, sowohl bei Piloten als auch bei Ärzten, wenn es dann mal gelingt, die in eine durchmischte Gruppe, in eine interdisziplinäre Gruppe, in ein Projekt mitarbeiten zu lassen, entwickeln die eine Energie und einen Ehrgeiz und eine Freude, ja, und einen Enthusiasmus an der Mitarbeit, der für uns wahnsinnig überraschend ist, also viel, viel mehr, als wir das eigentlich in sonstigen Organisationen beobachten. Danke sehr. Ich hätte zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Ich würde mich das interessieren. Sie haben, ich nehme wahr, dass in vielen Krankenanstalten in der Vergangenheit Führungskräfte danach ausgesucht wurden, ob sie eventuell die besten Leberchirurgen waren oder promoviert sind oder dergleichen. Wie es ihnen gelungen ist, da sozusagen umzuschwenken und auch den politischen Einfluss, der möglicherweise gegeben ist, zu entkommen. Das ist jetzt nicht eine Kernfrage, jetzt, die in meinem Bereich stattfindet, sondern da ist die Personalentwicklung sehr stark mit involviert. Und vielfach geht es ja darum, wie laufen einerseits die Ausschreibungsprozesse und dann auch die Personalauswahlprozesse. Und da sind wir wirklich sehr stark am Arbeiten nach wie vor. Dass eben, also wir haben gerade Strategie-Workshop gehabt auch und da ging es auch um unsere Führungsgrundsätze. Und da kam dann die Idee, naja, vielleicht integrieren wir das doch einmal in dieses Auswahlgespräch, um dann Fragen darüber zu stellen, oder? Und wo wir aber in Abhängigkeit stehen, gerade in der Uniklinik, ist halt, dass dann das Rektorat der Medizinuni auch den auswählen muss. Und die haben halt andere oder teilweise noch andere Kriterien, dass sie sagen, nee, bei mir ist ja schon wichtig, dass da die Impact Points passen. Und das muss man halt irgendwie kombinieren dann können. Aber sie treffen einen richtigen Punkt, da beginnt es eigentlich, oder wen wähle ich da aus und ist es halt der beste Arzt oder hat der andere Qualitäten auch noch, oder sie? Ja, gerne. Sie haben erwähnt eine Situation, die ich auch schon einmal gesehen habe, dass nämlich manche Führungskräfte durchaus sozusagen am Ende ihrer Entwicklungsmöglichkeit angekommen sind. Mhm. Dennoch aber so weit von ihrem biologischen Ende entfernt sind, dass man das nicht zu genau kann. Daher ist die Frage, was passiert dann in Ihrer Organisation? Es ist schwierig, pauschal zu beantworten. Also als Systemiker sage ich ja, muss ich ja eigentlich sagen, es liegt nicht an ihm, sondern wenn, dann liegt es schon an uns beiden, wenn nicht sogar nur an mir. Bei dem beschriebenen Chefarzt habe ich es wirklich mal, also es wäre euphemistisch zu sagen, das ist dann alles super, aber immer dann, wenn ich es geschafft habe, meine Haltung in eine wirkliche Wertschätzung ihm gegenüber zu bringen, hatte ich den Eindruck, er hat sich auf mich zubewegt. Und das, finde ich, macht mich immer wieder so demütig, dass wir ja immer denken, naja, der andere, wenn der jetzt mal, wenn man das schafft für sich selbst, und es ist verdammt schwer, das muss man ganz ehrlich sagen, immer noch tiefer unterm Teppich vorzukommen und in der inneren Haltung wirklich erstmal in eine Wertschätzung zu gehen, das ist die einzige Möglichkeit, die man hat. Und dann gibt es auch Dinge, wo man auch selber mal am Ende seiner Kräfte und sag ich jetzt mal, ja, auch seiner Bereitschaft ist, jetzt noch weiter unter den Teppich zu gehen. Und es gibt auch Situationen, wo ich dann sage, und das ist aus meiner Sicht auch positiv Leadership, jetzt tu deinen Fokus davon weg. Schau jetzt auf die, wo es gelingt. Genau. Und das zieht dann irgendwann und das bewirkt in einem System, wenn ich jetzt systemisch denke, ja auch was für den ich jetzt da gerade im Fokus habe. Und einfach zu sagen, also ich habe da immer das Bild eines Bauzauns, da mache ich für mich innerlich dann mal einen Bauzaun rum und sage, okay, das ist eine Baustelle, da weiß ich, da arbeitet jetzt irgendwas wahrscheinlich schon dran, aber ich schaue jetzt erstmal, dass ich die Abschnitte fertig mache. Und dann mal da wieder hinschauen. Das wären so Strategien, die aus meiner Sicht auch zutiefst systemisch sind. Absolut.
Also das, was Sie beschreiben, ist ja ein Stückchen, da fällt mir dieser Begriff Problemhypnose ein, nicht? Also dass man dann so auf etwas, was gar nicht geht, dann schaut man wie hypnotisiert drauf, nicht? Und man sieht dann gar nicht mehr, was doch geht, was geht, wenn man sich ein bisschen wegdreht und wo die Ressourcen sind. Also, aber ich meine, es ist schon auch so, manchmal sitzen Leute in Positionen, wo es ohne die nicht geht, und genau zwischen diesen Skiller und Charybdis muss man dann durch, nicht? Aber meine Erfahrung ist, es wird eher lang und viel gejammert, dass der anders sein sollte oder weg soll, bevor man sagt, okay, was kann ich selber tun, damit die Situation besser wird. Und das wäre so ein sehr systemischer Grundsatz. Nicht so, genauso wie wir keine Lösungen haben, übernehmen wir auch nicht Verantwortung. Also ich denke, das ist so ein wichtiger Teil des systemischen Arbeitens, dass man sagt, ihr habt alles, was ihr braucht in der Organisation, und ihr müsst Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr die Ressourcen nützt. Ja? Meine Frage passt vielleicht dazu. Ich habe verstanden, der Prozess läuft ein Jahr. Vielleicht ist das noch zu kurz. Er läuft schon länger als ein Jahr. Also der Prozess der Entwicklung der Führungsgrundsätze läuft jetzt fast 2 Jahre, wenn man die Phase der Klinikumsleitung mitnimmt. Aber ich würde sagen, also systemisches Denken gibt es bei uns im Unternehmen schon seit 8, 9 Jahren, also diese Idee. Na, dann passt die Frage, weil der Prozess ja dann doch schon ein bisschen länger läuft. Ich kenne eine Aussage, dass erfolgreiche Veränderungen so auch mit Fluktuationen hergehen. Mhm. Also dass bei besonders erfolgreichen Veränderungen so 10% das Unternehmen verlassen. Also wir haben den anderen Effekt beobachtet. Man muss sagen, Krankenhäuser, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also wir sind in einem extrem kompetitiven Umfeld um unsere wichtigste Ressource. Wir haben einen Personalkostenanteil von knapp über 70%, um unsere wichtigste Ressource, das sind unsere Mitarbeiter. Und bei uns in der Metropolregion ist es so, wenn jemand in Nürnberg wohnt, dann überlegt er sich früh, steigt er in die U1 Richtung Klinikum Nürnberg Süd oder Richtung Klinikum Fürth. Für den ist es kein Problem zu wechseln. Das heißt, dass deswegen Mitarbeiter Unternehmen verlassen haben, weil sie sagen, das gehen sie nicht mit, das gab es nicht. Es gibt eine Mitarbeiterin, sage ich ganz ehrlich, eine Oberärztin, da habe ich jetzt auch einen Bauzaun rumgemacht, die wirklich gesagt hat, also das, wenn kommt, dann will ich hier nicht mehr führen. Es gibt so eine Mitarbeiterin, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber die geht aber auch nicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie ging. Aber wir haben den Effekt, dass wir, und das ist für uns ja viel erfolgsentscheidender, dass wir Bewerbungen haben, ja, weil Leute sagen im Großraum, hey, das, was die da machen, das finde ich interessant. Ja. Und das hören wir in Vorstellungsgesprächen. Und das bestätigt uns natürlich, das weiterzutun. Und das überzeugt eventuell dann auch mal den kritischen Chefarzt, der sagt, was machen die da eigentlich für einen Quatsch? Wenn der plötzlich merkt, Moment mal, wir schließen ja gar keine OPs mehr, wir schließen keine Intensivbetten mehr, wir haben scheinbar genug Pflegepersonal im Moment. Also das war vorher bei uns häufig eine kritische Größe. Unsere Fluktuationsrate ist gesunken, unsere Krankheitsquote ist in einigen Bereichen gesunken. Ob das alles nur darauf, systemisch gesehen, hat es nie die Ursache und die Wirkung. Ja. Es ist halt ein Baustein, den wir damit nutzen. Und es sind die Spitzenpositionen, die sehr anziehen, nicht? Genau. Also es gibt Leute, die in den Spitzenpositionen im Haus sind, die explizit sagen, sie sind gekommen, weil hier auch dieser Prozess läuft, weil hier diese Kultur ist. Und also das finde ich schon, das ist ein Asset, das ist eine unglaubliche Ressource, die da ist. Ja. Ja. Schauen wir kurz um. Es gibt ja noch Gelegenheit, solange Sie möchten, draußen beim Buffet im informellen Rahmen mit Leuten zu reden, die jetzt ein bisschen weit weggesessen sind von Ihnen. Diesen Teil der Veranstaltung schließe ich hiermit und wir können alle hinüberwechseln. Draußen ist hoffentlich ein Buffet aufgestellt. Ich habe es jetzt nicht beobachtet, aber ich hoffe, dass es so ist. Ah, du hast das gesehen. Ja, dann dürfen wir Sie dazu sehr herzlich einladen. Ich danke einstweilen
für Ihr Dasein, für die Fragen, für die Diskussion und freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam, ich habe auch schon Hunger, freue mich mit Ihnen gemeinsam auf das Buffet. Herzlichen Dank. Danke.